Ich habe bekanntermaßen, wir sind ja schon länger im Dialog miteinander, noch nie verstanden, weshalb dieser Flickenteppich zwischen den Bundesländern zulasten Bayerns und zulasten der bayerischen Tourismusbranche als bayerischer Sonderweg so gepflegt wurde. Ich kann allerdings sagen, dass diese Zeiten jetzt hoffentlich vorbei sind. Mit dem jüngsten Kurswechsel in der bayerischen Corona-Strategie, für den wir Freie Wähler bekanntermaßen sehr leidenschaftlich geworben haben, ist jetzt auch gesetzt, dass Bayern nicht nur beim Weg in den Lockdown hinein vorangegangen ist, sondern genauso wieder vorangeht beim Lockup, beim Rückweg zu Freiheit und Normalität. Und deshalb haben wir auch all diese Regelungen durch die alleinige Fokussierung auf die 3G-Regel und die Krankenhausregel für Ampel für die Zukunft abgeschafft. Will heißen, die Ausführungsbestimmungen stehen zum Zeitpunkt dieses Interviews noch aus, aber dass sehr davon auszugehen ist, dass diese bayerischen Sonderregeln, sowohl die FFP2-Maskenpflicht als auch die Frage des Alkoholkonsums auf dem Weg durch Deutschland in Bayern keine Sondersituation mehr darstellt. Diese Bewirtschaftung im Bus wird in Zukunft, so hoffe ich doch sehr, wieder möglich sein. Und ist, glaube ich, auch der richtige Weg, um keinen Nachteil für Bayerns Tourismusbranche gegenüber ihren Mitbewerbern in anderen Ecken Deutschlands da aufrechtzuerhalten. Das ist gut, diesen bayerischen Sonderweg entsprechend zu beenden. Und das haben wir mit den jüngsten Beschlussfassungen getan.